So, hallo Leute, wir sind mitten in den Feiertagen, aber ihr wisst, wir sind immer fleißig. Also, lasst uns nicht lang schnacken und wir geben Vollgas. You might be smarter, your family might come from privilege, your daddy might own a company, but you will not outwork me. This top spot, this number one, that's mine. Because not one of you can outwill me. You may have been born with more genetic prowess than I have, but you cannot outdetermine me. Einfach.
Und Tag. Sehr gut. Oh, let's go. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. So Leute, das war's vom Training, das war's vom Sparring. Hat riesen Spaß gemacht, hat der Hadji super gemacht, hat mir das Leben schwer gemacht. Leute, zum Sparring, ganz wichtig. Ich sag's immer wieder, bewertet es nicht. Heute seid ihr gut, morgen seid ihr schlecht. Wichtig ist, dass ihr ins Sparren geht, dass ihr lernt, dass ihr macht. Glaubt mir Leute, ich kenne einen Weltmeister, der ist im Sparren K.O. gegangen. Am nächsten Tag ist er zu seinem Trainer gegangen und hat gesagt, Trainer, was kann mir besser machen, was kann mir anders machen. Und genau so solltet ihr es sehen. Wie gesagt, ihr verliert mal gegen Schlechtere, mal gegen Bessere. Einfach nicht bewerten, einfach Sparren, sein Bestes geben, natürlich daraus lernen. Ihr solltet reingehen und immer das Gleiche machen.
überlegen, was kann ich besser machen, Taktik ändern, wenn es so nicht funktioniert, Plan B, Plan C, bis ihr reinkommt. Aber nicht niedergeschlagen seid, wenn es mal schlecht läuft oder sich schlecht fühlen, das ist nicht der Sinn der Sache. Seht es einfach als Training und das Wichtigste, ihr geht da durch. Und sowieso lernen wir nur gegen Bessere. Ja? Immer, die ziehen euch dann hoch und immer gegen die Besten rausziehen, auch gegen Kleinere, wenn Schlechtere, gegen, dann müsst ihr nicht immer in die weghauen, sondern wirklich dann arbeiten, Auge, Deckung arbeiten, wirklich aus jeder Situation wie im Leben das Beste ziehen. Und da komme ich auch gleich zur nächsten Situation. Das ist ein ganz, ganz guter, mittlerweile bester Freund, der Haji. Wir kennen uns schon fast ein Jahrzehnt und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist auch sehr, sehr erfolgreich im Leben, kämpft sich durch, hat auch schon wie die meisten oder wie jeder schwere Situationen im Leben gemeistert. Und wir machen ja diese Videos nicht nur, um Boxen zu zeigen, sondern auch Menschen zu helfen, jung und alt im Leben weiterzukommen. Und vielleicht kannst du Haji einfach ein paar Sachen zum Boxen zu sagen, zu schwierigen Situationen, einfach was dir frei rausfällt, was wir vielleicht den Leuten mit weitergeben können. Fällt dir da was ein? Ja, Boxen hat mir echt viel geholfen. Nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch im Leben. Da sieht man, dass man halt, wenn man fällt, dass man auch schnell aufstehen muss, dass man noch stärker wird, dass man halt erfolgreich wird, halt von Schicksalsschlägen nicht einfach nerven lassen oder einfach liegen lassen, alles liegen lassen und gar nichts mehr machen. Mit Boxen wird man immer erfolgreich. Ich bin durch Boxen erfolgreich geworden. Im Kopf bin ich klüger geworden, auch erwachsener geworden, sagen wir mal. Das heißt, dass man halt nicht mit, alles mit Gewalt lösen kann, auch hier mit dem Kopf lösen kann. Durch Boxen, sage ich mal, bin ich halt ein anderer Mensch geworden. Ja. Ja. Matthias, und ich danke mich auch, dass du mich in Boxen echt reingedrückt hast. Komm Boxen, komm Boxen. Dankeschön. Wie gesagt, beim Haji war es auch so. Wie gesagt, vor einem Jahrzehnt war das, er hatte auch nichts mit Boxen zu tun und ist da einfach rein und probiert es aus, Leute. Ich hatte auch davor nichts. Ich bin einfach da rein ins Studio, ja, schaut, dass es ein anständiges Studio ist, probiert es einfach und es macht irgendwas im Kopf, wo euch hilft. Es ändert nicht das Problem, aber es macht einfach, ihr könnt damit besser umgehen. Ihr geht dann raus aus dem Training und sagt, okay, irgendwie finden wir einen Weg. Und beim Haji muss ich ganz ehrlich sagen, er ist auch wirklich einer, der wo sich das erarbeitet. Und diesen Arbeitsfleiß, wo er merkt, hey, umso stärker, umso härter ich arbeite, umso mehr Erfolge habe ich, den habe ich gemerkt, nimmt er sich auch fürs Leben. Also er lernt quasi vom Training die Disziplin ins Leben zu nehmen und dort wirklich strikt eure Linie zu fahren. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, gut ab, wie er sich immer wieder durchbeißt durch schwere Rückschläge, die man halt, was das Leben einfach ist. Ja? Und ich, wie gesagt, großer Respekt immer, was er da leistet und kann man sich nur eine Scheibe abschneiden. In diesem Sinne, Leute, wir wollen euch inspirieren, wir wollen euch motivieren, geht ins Training, geht raus, glaubt an eure Ziele, lasst sie nicht irgendwo verschüttet. Es ist der schlimmste Tag oder der schlimmste Ort, wo die ganzen größten verlorenen Wünsche sind und Träume und Ziele ist der Friedhof. Und solange wir hier noch Blut pumpt, ja, geben wir Vollgas, beißen uns durch und lasst uns nicht aufhalten. In diesem Sinne, alles Gute, bis bald.